Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge GTA Online mit BioWare. Das Nasche hinter YouTube schreibt. Was? Was du Bei findest. Weiß, also ich habe ein, also mein Mikrofon ist ein Rode NT1A. Wo ist denn Zentrono? Ich frage es mich auch gerade. Da hinten steht er hier in der Einfahrt. Also Mikrofon ist ein Rode NT1A. Das ist am Behringer Omphoria 22 angeschlossen. Und meine Tastatur ist eine Razer Black Chrono Ultimate Green Switches. So, jetzt sag uns mal, wo wir sind. Das wir fahren am besten Pot Pitbock Hills, also da habe ich markiert. Hoffentlich siehst du das. Und ja, und Jokers Ja, Mikrofon, wir müssen also uns einen Polizeiwagen besorgen. ja. Oh. Jokers, soll mal die Polizei rufen? Wir brauchen irgendwie den Polizeiwagen, egal wie. Warte, ich ruf, bleib mal hier ein, ich rufe eine und dann bringen wir die um. Ja, wir müssen uns irgendwie den Polizeiwagen holen, Ja, scheißegal dann wie. 9 1 1 so. Ich weiß nur Weil was, sonst. also ich weiß da nicht, was Dings für eine Tastatur hat, aber ich weiß, dass er ein Rode NT-USB noch hat. Und ich weiß, dass meine Tastatur so wie. Das ist eine Und Tastatur, meine was? Tastatur. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich weiß, inzwischen kann man sie nicht mehr. Ja, moin. Also, Tastatur, die ich habe. Maske Keine aufziehen, habe Ahnung, eine was das Maske? genau Nee, für ein ne? Modell ist. Lass mich sie aber im Eine Polizeiwagen fahren, Airelli okay? KA 9000. Die kann man nicht mehr kaufen. Darf ich den Die gibt es nicht Polizeiwagen mehr dann auf fahren? Amazon. Mir ist das egal, wir müssen jetzt auch Polizeiwagen schnappen. Ich höre sie schon. Ja. Aber noch keine Waffen raus. Da kommen sie. Ja, ich sehe sie. Hab eh nur eine Pistole. Wollen wir uns den einfach. Ja, schießt bei uns. Wir haben generell nur eine Pistole. Kauf dich ein. Also, Alter, warum kriegen wir bloß einen Stern dafür, dass wir. Lol. Weise kriegt man mal 3 Sterne dafür. Ich habe 3 Sterne. Ach, jetzt habe ich auch 3 Sterne. Eben gerade hatte ich nur einen. Ja, ist klar. Soll ich ein Stück weiter reinfahren? Nach vorne kommen gleich welche. Ja, sind weg. Du kannst hinfahren zur Polizeistation. Go, ah, jetzt wird Ja, mal gucken. markiert. Ja, gelb markiert. Du warst gar nicht schlecht. Wo ist zum gelb markierten Punkt? Du musst zum gelb. Der Wagen sieht so aus wie von Cobra Aus wie von 11. Cobra. Ja, da hast du recht. Ja, stimmt nicht ganz, weil in Cobra 11 waren die ja keine Eiwagen. So vom Schrottlevel her, ja. Aber hast Die schon waren ja auch immer recht. so Schrott. Aber hast schon recht, Bro. Hast schon Ja, recht. vom Aussehen nicht, aber so wie. Dem Polizeidesign nicht, aber sonst ja, könnte man denken. Da müssen wir hin. Genau. Kannst du mal die Sirenen ausmachen? Waffen weg. So. Ich habe keine. Oh. Und ganz normal So, dann holen wir verhalten. uns mal den Gefängnishaus. Den Gefängnisbusplan, den holen. Och nee. Aber er ist nur gestorben. Er ist nur gestorben. Also ist noch alles gut. Weil wir haben ja noch ein Leben. Darf bloß nicht mehr sterben, wenn wir kein Leben haben. Sonst ist alles gut. So, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir wieder raus? Also, nachdem wir ihn gestohlen haben, Hab ihn. kommen wir hier wieder raus. Ja, Na, ganz wir kommen gleich wieder unauffällig. raus. Gut. Gut, dann steigen wir wieder in den Streifenwagen und gehen. Fährt ja gar nicht auf. Lass uns ganz normal rausgehen, weil sonst ist das auch fertig. Okay, ich glaub, so weit spielen zu spielen nicht. Das ist easy gewesen, irgendwie. So, jetzt müssen wir in den Polizeiwagen. Junge. Kannst du jetzt endlich mal bitte einsteigen? Oh, ich gehe natürlich auf die Seite. So, und jetzt machen wir es auch, Cobra 11-like. Denn jetzt nehmen wir den Wagen und sprengen ihn mit ein bisschen Benzin in die Luft. Also, das könnte auch Cobra 11 sein, ne? Wenn du Benzin hast. Ja, deswegen sollen wir jetzt. Da hast du nicht zugehört eben gerade. Wir fahren jetzt zu dieser Unterführung. Da stehen Benzinkanister und da sollen wir in die Luft. Okay. Ne?
Und GTA funktioniert ja den genauso wie ja, Cobra 11. Denn Cobra 11 explodiert ja, entzündet sich ja Benzin auch dadurch mal drauf. Dann könntest du ja die Folge die nennen, so wir spielen Cobra 11 in GTA 5. Okay. Ach, muss ich dann gucken, wenn es soweit ist. Jetzt werden wir erstmal im Polizeiwagen jetzt. Weil hier vorne sollten wir ins Guck, da steht ein Benzinkanister. Mach du und ich zünd an. Mach du und ich zünd an. Jo. Schnell den Streifenwagen. Jetzt habe ich wieder eine Pumpgun hier, Moin. Ja, von den Polizisten haben wir die, glaub. Weil ich habe auch eine. Warte, ich lege hier schön Benzinspur drauf. Schießt gleich drauf, ne? Bin ich immer an. Hier drauf schütten. So, das sollte reichen, lass mal. Warte mal ganz kurz. Immer auf Geist. Hast du eine Waffe? Ja, hast du. Du musst einfach bloß mehr Waffe auf das Benzin schießen. Ja, ja, ich weiß. Ich hab jetzt. Weg da! Ja, ich stehe schon extra in Entfernung. Warum nicht funktioniert das? Ja, sollte er brennt komplett. Das sollte er sollte gleich explodieren. Ja. Das will ich mir beobachten. Ja. Ist, komm. Reicht. Kommst du mit? Ja, ich nehme keinen. Ich helfe dir ja mal den Fahrplan zum Planungsraum. Oh, schön explodieren, ne? Komm, steig ein. Ich kann den Kanister nicht mitnehmen. Doch jetzt. Ne, wer ist mal Benzinkanister schnabulieren? Und so, da bist du. Ja, ich hab den Wagen hier genommen, zufällig. Kannst du mal auf den Chat gucken, während ich hier einsteig? Frau Gerkan und Paul Renner. Ja, moin. Ja, moin. Ja, hallo, Frau Gerkan. Hallo, Paul. Du hast aber hübsche Haare. Bloß, dass Paul nach dieser Staffel ja nicht mehr dabei ist. Och, nee. Doch, es gibt den nächsten Kunden. Und man ist voll kacke irgendwie, weil Paul ist immer so einer, der cool war. Ja, aber er möchte sich jetzt nach ein paar Jahren wieder. Aus dem Grund gibt es nächstes Jahr. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch die anderen warten, sein. Mhm. Oder sind die auch schon da? Keine Ahnung. Werden wir ja gleich sehen. Das unterstrich Insta YouTube schreibt, kommen hier auch Videos. Darum werde ich. Auf YouTube. Ja. Nur auf YouTube. Ja, nur auf YouTube. Ja. Jetzt müssen wir warten. Weil. Eigentlich müssen wir warten, bis die anderen es schaffen. Ist kurz im Übergabe. Weil wir können ja jetzt mal. Einmal Kupfer wieder anstecken. Und? Was ist jetzt los? Haben sie es geschafft? Ja. Ja, haben sie. Ja, gut. Waren sie ungefähr. Oh Mann! Hey, lol! Ja, wahrscheinlich, weil die ganz viele umgebracht. Ja, okay. Die haben ja keine getötet und die waren ja im Gebiet, wo es Gegner gab. Doch, wir haben Polizisten umgebracht. Ja, aber die waren ja im Gebiet, wo es wirklich ganz viele Gegner gab. Deswegen wahrscheinlich. Sie heißt aus Setup, Junge. Was wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Jetzt fragt jemand, ob das da heißt ist oder eine Vorbereitungsmission. Ja, aber wenn man lesen kann, ist man klar im Vorteil, ne? Lol, wie läuft der denn rum? Ich sehe gerade noch gar keinen. Ach, du meinst die beiden? Ja. Meinst du die im Bademantel? Ja. Das Outfit habe ich eben schon gesehen in der Show. Ich. Okay, jetzt habe ich erstmal seinen Kopf gesehen. Ich mit meinen blauen Haaren. Er hat einfach pinke Haare und blauen Bart. Ich hatte ja auch pinke Haare mal. Ganz viele Emotes. Und ich hatte davor die blauen Haare wie du. Bevor ich sie mir im letzten Stream grün schneiden lasse. Und ich in pink. Please make me the prisoner, sagt einer. Pilot, please. Ne, Pilot hier. Hier. Pilot bist du auf jeden Fall, da weißt du, dass du. Na? Ist das hier mit einer Pilotmission?
Ja, du, einer muss ein Flugzeug fliegen. Wieso ich? Du kannst das doch, oder nicht? Ja, kann ich ja, ich will ja auch. Ja, sag ich doch, das gebe ich dir. Du bist dann der Pilot, habe ich doch gesagt. Dann richte ich erstmal ein. Ja, sobald er hier fertig gelabert hat, kann ich erst einrichten. Achso, okay. Can you invite to the heist itself? Hä, das ist der heist. Bist du dumm oder so? Hä? Was ist dein Problem? Wir spielen gerade den heist. Wir spielen gerade den heist. Ja, wir werden nochmal starten, weil wir haben beide noch. Na egal. Ja. Versuchen wir es nochmal. Sterb diesmal nicht. Ah, krieg ich schon. Ah, ich sehe ihn. Okay. Ich will ihn sich mal. Also ich weiß, wo er sitzt. Okay. Guck da oben. Ich will dafür die Spank. So, jetzt. Ich hab grad die Sequenz gesehen. Dann als Wachmann. Siehst du ihn denn da als Sniper? Nee, er sitzt nämlich. Hä? Ich glaube nämlich, er sitzt drin, wenn du mal genau auf die Map bist. Das heißt, versuchen die nach und nach leise auszuschalten. Soll ich den einen versuchen auszuschalten? Also da, wo der Turm ist. Also müsste ich theoretisch, komm mal mit. Achso. Ist noch niemand bemerkt, dass ich den einen ausgeschaltet habe. Auch dass ich niemand bemerkt, ne? Also den einen Wachmann hier oben, den hat ich nicht schon mal losgeworfen. Deswegen lasst uns versuchen, nach und nach systematisch die Wachen auszuschalten und sonst zum Schluss. Verstehst du? Ja, so dass ihn keiner mehr retten kann. Genau, dass ihn keiner alarmieren kann. Meistens so, dass ihn keiner mehr alarmieren kann. Wegschneiden. Weil solange wir sie leise wegsnipen, deswegen auch Sniper kriegen. Warte mal kurz, muss ganz indirekt den Schuss machen. Ich guck mal, ob ich einen sehe, den ich abschießen kann. Ja. Meins läuft ja wieder weg. Ich habe eine Wache. Sehe eine Wache, aber kriege ich nicht. Weil die läuft andauernd weg. Also die läuft die ganze Zeit durch die Gegend. So, wo ist denn hier noch einer? Ich sehe zwei, wo ich stehe. Hier vorne war gerade einer. Und hier läuft einer, patrouilliert einer hier. Und da oben bist du. Hier quer läuft einer lang. Da wo ich gerade stehe. Warte mal, ich warte bis er wieder. Ich warte hier ungefähr, bis er wieder. Mist, er hat mich gesehen. Scheiße. Mist. Er flieht. Der eine mich gesehen hat. Rein. Nein, von vorne. Ich habe ihn nicht gesehen. Warte, ich versuche ihn zu holen. Mist, er flieht sehr schnell. Warte. Ich sehe ihn zwar auf der Map, aber er ist sonst wo. Also er ist. Oh, ich komme nicht rüber, wenn ich scheiß wo er ist. Ich komme nicht raus.
Ah, ich sehe ihn. Ja, ich versuche zu. Hab ihn. Gut. Headshot, Bitch. Lass uns abhauen. Ich komme mehr nach oben. Nein, wir sollen einfach das Gebiet verlassen. Einfach abhauen. Einfach abhauen. Egal wie. Einfach abhauen. Wir sollen das Gebiet verlassen. Gut, hat nicht so ganz nach Plan geklappt, aber wir haben ihn um. Da ist er down. Dazu sage ich nur Dolemi down, down, down. Ich muss aber aufpassen, dass ich jetzt. Ja, als ob wir hier so rauskommen. Ja, aber einen Busch kann man nicht klettern. Wir müssen immer die Mauer hier fliehen. Ja. Scheiße, hier ist einer. Oder auch nicht. Ich bin über den Zaun. Ich laufe gerade auf dem Busch rum. Ich bin über den Zaun. Ich laufe gerade durch irgendeinen fremden Buch. Und versuche hier rüber rauszukommen, aber über das andere Grundstück. Ja, hier ist ein Ausgang. Hier komme ich raus. Klau mir jetzt irgendein Auto und hab auf. Ey, warte auf mich. Ja, ich muss sowieso erstmal ein Auto bekommen. Warte. Ich weiß ja, du bist ja ganz in der Nähe. Ich hol mir das Auto und dann kannst du mit. Alter, Junge, kann doch mal jemand. Ich muss die Waffe wegpacken, sonst bleibt stehen. Warum erschießt du ihn gleich? Er wäre auch so stehen geblieben. Oh. Ach, wir haben bestanden. Weil wir abgehauen sind. Ich hab Gold! Ich hab Bruder! Bronze. Ich hab Gold, Bruder. Ist doch nichts Besonderes. Was? Gold. Ich habe mich aber gerade darüber gefreut, dass ich Gold.